Und über den Impfstart in den Arztpraxen hat Moritz Hofmeister mit der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin gesprochen. In Rheinland-Pfalz können sich seit heute über 60-Jährige für die Corona-Schutzimpfung registrieren lassen. Frau Betzing-Lichtentäler, ist das ein weiterer entscheidender Schritt aus der Corona-Pandemie? Ja, auf jeden Fall. Das Impfen ist ein ganz wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Pandemie. Und wir freuen uns, dass wir ab heute eben auch die Möglichkeit geben, für die 60 bis 69-Jährigen sich registrieren lassen zu können. Wir haben natürlich auch noch viele Menschen im Terminpool, die 70 bis 79 Jahre alt sind, die auch noch auf einen Termin warten, die auch zuerst bedient werden. Aber wichtig ist, dass wir die Möglichkeit der Registrierung eröffnen, damit, wenn viel Impfstoff dann auch zur Verfügung steht, möglichst schnell Termine gemacht werden können. Noch gibt es noch Probleme. Sie haben eben gesagt, zum Beispiel 10.000 BioNTech-Dosen wurden nicht geliefert. Woran liegt das? Ja, es ist immer noch etwas schwierig. Wir können uns immer noch nicht hundertprozentig auf die Lieferzusagen verlassen und nicht immer ganz darauf verlassen, von welchem Hersteller jetzt welche Dosen kommen. Immerhin können wir jetzt seit April kalkulieren, dass wir 110.000 Impfdosen jede Woche bekommen sollen. Aber die Zusammensetzung ist nicht immer ganz klar. Also das ist immer noch etwas schwierig, weil natürlich damit ganz viele Prozesse verbunden sind. Terminierungen, Stornierungen, Umbuchungen und die Neuerungen rund um den Impfstoff AstraZeneca, was die Alterszulassung angeht, macht es natürlich dann auch zum Teil noch mal etwas komplexer. Wir sind aber sehr froh, dass ab dieser Woche auch die Hausärztinnen und Hausärzte mitimpfen können. Und wir hoffen, dass, wenn noch mehr Impfstoff zur Verfügung steht, gerade auch den Hausärztinnen und Hausärzten noch mehr Impfdosen zur Verfügung gestellt werden. Dennoch noch mal eine Nachfrage dazu. Wie läuft denn da die Kommunikation mit dem Bund? Ja, wir sind ja in regelmäßigen Austausch mit dem Bund, in regelmäßigen Gesundheitsministerkonferenzen, die wöchentlich stattfinden. Und hier, was das Thema der Lieferzusagen angeht, hat es auch auf dem Impfgipfel der Ministerpräsidentenkonferenz auch klare Verabredungen gegeben, dass wir uns verabredet haben, 6 Wochen im Voraus, so sollte es sein, die Mengenangaben zu bekommen, auch die Zusammensetzung der entsprechenden Gesamtmengen. Wir warten jetzt gerade aktuell auf die Angabe für Mai, weil nur so ist eine verlässliche Planung möglich. Positiv in Rheinland-Pfalz sind schon 13% mit der Erstimpfung durch. Damit liegen Sie auch über dem Bundesschnitt. Sie sind zum Beispiel vor Baden-Württemberg. Warum sind Sie so schnell? Unser Ziel war es immer, so schnell wie möglich, so viele Menschen wie möglich zu impfen, weil wenn wir den Impfstoff im Kühlschrank lagern, da bringt er nicht, da entfaltet er keine Schutzwirkung. Deswegen haben wir von Anfang an immer nach der Priorisierung und zunächst auch mit dem Augenmerk gerade auf die vulnerabelsten Gruppen in den Altenheimen, in den Pflegeeinrichtungen und der über 80-Jährigen geimpft. Und hier sehen wir auch richtig tolle Erfolge. Gerade die Infektionsquoten in den Altenheimen ist so dramatisch deutlich gesunken, dass man wirklich spürt den Effekt dieser Corona-Schutzimpfung. Und wir haben bei den über 80-Jährigen ja fast 90% mit unseren Impfungen erreicht. Und da das die vulnerabelste, die schützenswerteste Gruppe ist, ist das erstmal ein gutes Gefühl und da wollen wir weiter dran arbeiten. Frau Ministerin, vielen Dank für das Gespräch.